Etwas anderes als Musik zu machen, kam für mich überhaupt nicht in Frage. Also die Frage stellte sich überhaupt nicht. Das war ganz klar für mich. Ich mache zwar auch ganz gerne andere Dinge wie T-Shirts Design oder ja, Photoshop herumfummeln, macht mir auch großen Spaß. Aber Musik ist das Mark in mir sozusagen. Also was anderes kommt gar nicht in die Tüte. Ja, dass ich mal selbst singen will, das war gar nicht geplant, konnte ich mir gar nicht vorstellen, weil irgendwann hatte ich bei den Onkels als Background-Sänger sogar Singverbot bekommen, weil ich mit den Noten nicht ganz so, es hat nicht ganz so geklappt. Und ich hatte zwischenzeitlich dann einen Sänger gesucht, das habe ich zwar nicht intensiv gemacht, aber hat sich ganz schnell herausgestellt, dass es das Beste wäre, wenn ich selber singen würde. Ja, weil meine Texte sind doch ziemlich speziell und auf mich bezogen. Und das Beste, wenn ich die auch singe. Ja. Man hört daraus, dass es nicht ganz so einfach ist, diesen Stil einzuordnen, weil sich die Stile mischen. Und ja, es ist ein Crossover, ich würde sagen, Alternative, Punk, Rock, etwas Metal, etwas Hard Rock, ja, etwas Deutschrock. Auf jeden Fall Rock. Ja, Rock, ne? Irgend sowas. Nein, das waren keine Fremde sozusagen. Also der Chris, der ist auch im Hause bekannt. Er spielt bei Jen und Jen hat schon mit DRW auf der Bühne gestanden, was gesungen. Und der Peter Zettel hat auch schon bei DRW agiert. Der hat da schon Drumstücke aufgenommen für ihn. Und ja, der Eggy, das ist der Bassist von Edguy. Die haben gemeinsam Bekannten und dadurch kam der Kontakt zustande. Weil er kannte die Onkels und findet die auch gut. Und ihm hat meine Musik gefallen. Jo. Sowohl als auch. Also das Fiktive vermischt sich mit dem Autobiografischen, plakativ dargestellt. Also, aber die einzelnen Stellen jetzt zu erklären, welche jetzt autobiografisch sind und welche fiktiv, bin ich wirklich zu faul dazu. Und ich glaube, das ist auch nicht notwendig. Und wäre mir auch ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Der erste Song ist Nur noch ein Tag. So heißt das Lied. Und davon gibt es auch dieses geile Video. Und im Text geht es um jemanden, der auch sicherlich in mir wohnt. Ein besseres Leben, das fange ich morgen an. Und zwar richtig. Verschiebe es immer auf den nächsten Tag. Und dieser Tag, ja, wird er jemals kommen? Er wird nicht kommen, wenn man ihn nicht sofort anfängt. Ja. Der zweite Song, das ist Farben. Das handelt davon, jeder trägt eine Blüte in sich und die sollte man entdecken und zum Tragen bringen, eine individuelle Blüte. Und sollte die Tradition, das Äußere, was sich so manifestiert hat in der Gesellschaft, viel weniger beachten und sollte seiner Blüte trauen, seinem Inneren. Das sollte man zum Tragen bringen. Dann gibt es Die alte Welt. Das ist der dritte Song. Da geht es um die Kriegstreiber,
Leute, die sich profilieren, andere aufstacheln, ihre Ideologien für die Besten der Welt halten und aus diesen Querelen Profit schlagen. Das heißt, eine Hand gräbt immer im Morast der alten Welt und bereichert sich dadurch. Und der bessere Geist, der kann dadurch nicht zum Tragen kommen, auf keinen Fall. Also die moderne Gesellschaft bedient sich immer noch der alten Mittel, um sich zu bereichern. Die Mittel der alten Welt. Nachschlag, ganz klar, das geht an die trauernde, hinterbliebene Onkelsgemeinde. Die hatte es verdient, ein Lied gemacht zu bekommen, ein kleines Trostlied. Und das ist ganz lustig. Und das wird wahrscheinlich auch das nächste Video, das ich mache. Dann die Schweinekarre. Das war das erste Lied, was von mir auf den Markt kam, auf dem Deutschrock-Sampler. Darum geht es um meine dreckige Drecksmühle, mein Auto und mich, wie wir durch die Nacht fahren und wir sozusagen uns den Wind um die Ohren pfeifen lassen und wie eine Sau daherkommen. Kein Blitz. Darum geht es, dass man seine Verantwortung, eine Verantwortung hat. Jeder hat die und deren muss man sich bewusst sein. Die kann man nicht wegschieben. Das heißt, man wird belohnt für das, was man tut. Man wird aber auch die Rechnung blechen für das, was man getan hat. Also, und das ist ein Naturgesetz und dessen sollte man sich bewusst sein. Also jede Aktion löst eine Gegenreaktion aus. Und diese Gegenreaktion, das ist die Quittung. Und man sollte sich vorher gut überlegen, was man auslöst. Ja, das kann sich lohnen. Splitter, ja, das ist wieder ein Liebeslied. Und aus der Sicht des Terrors diesmal beleuchtet. Ganz interessant, geht gut ab der Song, knattert gut ab. Ja, Liebe aus der Sicht des Terrorismus. Liebe kann Terror sein. Dann gibt es Lied, das heißt Geist. Das ist auch im Geister-Rider-Style kommt es daher. Schöne, geile Surf-Gitarren. Und sehr speziell, sehr geil. Da hat er so ein philosophischer Song. Da stehe ich ja drauf. Auf leichte Philosophie. Und die ist da verwurstelt in dem Song. Und mit einem schönen Refrain, der sich davon ein bisschen löst, von dieser Philosophie. Obwohl, auch wieder nicht. Gehört dazu, unbedingt. Schrottplatz deiner Seele. Gibt es da einen Song und man baut so, man knüpft in seinem Hirn, in seinem Leben viele Verbindungen und es sammelt sich jede Menge Schrott an, Dinge, die man falsch verknüpft hat, die gar nicht stimmen, die man falsch interpretiert hat. Und ja, da sammelt sich ein Haufen Schrott an und dieser Schrott, der muss von dem eigentlichen Gold, muss der getrennt werden oder man muss sich dem bewusst sein, dass es nur Schrott ist, eine Ansammlung von Neuronen, von Nervenzellen, die sich da gebildet haben und man muss halt versuchen, sich davon wenig beeinflussen zu lassen. Von diesen falsch verknüpften Neuronen, von diesem Schrott. Viel zu schön, das handelt von der Jugendliebe, die man jahrelang angehimmelt hat und ist leider nie etwas raus geworden. Man war zu hässlich, zu arm, zu unvorteilhaft. Ja, es hat nicht geklappt. Man hat gebetet, was das Zeug hält, sich alles Mögliche vorgestellt,
Aber es sollte nicht sein. Dann Opfer heißt da ein Lied. Und der Mensch ist ja ein Spezialist. Seit tausenden von Jahren lässt es sich die besten Sachen einfallen, um seine Mitmenschen zu quälen, zu töten. Und ja, er ist sehr kreativ da drin und sehr lustvoll dabei bei der Geschichte. Also irgendwie macht es dem Spaß, sich gegenseitig zu killen und zu lynchen. Es geht gar nicht ohne scheinbar. Und die Opfer, die sind zurück in diesem Song und die sagen, darüber wächst kein Gras, sagen die. Und komm mit uns leiden. Also, sie fordern Bewusstsein von den Tätern und von den zukünftigen Tätern. Nordpol, der letzte Song, ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, leicht schlagermäßig, grenzwertig hier und da, aber gegen Schluss bügelt ist der Song wieder geil. Ich meine, der ist sowieso geil, aber gut. Geschmackssache, auf jeden Fall Liebeslied und cool, cooler Song eigentlich. Naja, es ist ein bisschen humpter-dumpter, aber trotzdem ist er geil. Wir haben wenig Kontakt, aber das brauchen wir auch nicht, weil wir verstehen uns blind. Und wenn was ansteht, dann sind wir zur Stelle. Naja, ich habe ihn im Frühjahr das letzte Mal gesehen und habe auch kürzlich gehört, dass er immer noch so drauf ist und zwar gut. Das Licht hat wieder in sein Hirn geleuchtet, vollkommen da, also super drauf, versprüht Positivität und ist lebenshungrig. Das ging ihm noch nie so gut, glaube ich. Reue. Weiß schon, dass er da Scheiße gebaut hat, klar. Und ich glaube, er hat auch schon mal was, war schon mal was gewesen, dass er das irgendwie gerade gerückt hatte, einigermaßen. Aber auf jeden Fall hat er das vor noch, weiß ich auf jeden Fall. Das habe ich noch gehört. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ja, das war ein telefonisches Interview und der hatte dann hinterher zwei, drei Sachen vertauscht und ein bisschen aufpoliert. Also in dem Interview stand, ich hätte mit Stefan gesprochen, 2-3 Stunden. Aber ich habe gesagt, dass Kevin das getan hat. Und lediglich war von einer guten Stimmung, habe ich gesprochen. Und dass eventuell was gehen könnte. Aber ich sag dazu nichts mehr. Und wenn was ansteht, dann bin ich mir ganz sicher, dass es auf onkels.de zu lesen sein wird. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Hat 2 Seiten, wie alles im Leben. Also die Glaubwürdigkeit. So beleuchtet könnte der Fisch etwas stinken. Aber auf der anderen Seite gab es ja auch einen Grund, warum die Band dicht gemacht wurde. Und Kevin ist wieder fit. Und klar in der Birne. So klar wie nie zuvor, scheinbar. Und also es gibt gute Gründe, die Band wieder mal für 1-2 Konzerte mindestens oder irgend sowas. Und es wäre ein super Treffen, eine super Begegnung mit Fans,
mit uns, mit den Fans. Es wäre ein schönes Hallo, ein cooles Wiedersehen und es wäre ein dickes Fest. Und also das steht dem entgegen, diesem stinkenden Fisch. Wie gesagt, die Dinge ändern sich. Und was gestern noch gegolten hat, das muss Jahre später nicht mehr gelten. Und Kevin wird es wahrscheinlich nicht zerstören, weil er nicht mehr süchtig ist. Also ich weiß nicht, wie fit er ist, auf jeden Fall ganz schön fit. Und er stand früh auf der Bühne unter ganz anderen Konditionen. Also er war körperlich und geistig ziemlich angeschlagen und das ist er jetzt ja nicht mehr. Das war ein philosophisches Buch und Philosophie ist ein großes Thema in meinem Leben und findet sich ja auf der Platte bei Geist, bei dem Lied Geist beispielsweise und in Blitz, kein Blitz meine ich und auf jeden Fall, ein Buch werde ich so schnell nicht mehr schreiben, ich verwurschtel das lieber in den Songs. Es liegt mir, glaube ich, nicht so, die Schreiberei. Also vorerst kein Buch. Ja, ein zweites Album ist meine Dringlichkeit Nummer 1. Da bin ich sozusagen im Kopf schon drin und mit den Fingern fast auch schon. Deshalb stören Sie mich gefälligst nicht weiter. Na Spaß. Ja, auf jeden Fall, zweite Platte. Und auf Tour gehe ich nicht und schon gar nicht als Vorband, weil das kostet einen Haufen Geld, was man drauflegt. Also als Vorband legt man nur drauf und zwar ordentlich in dem Fall. Ja, sorry. Also nach der zweiten Platte, da müsste es ziemlich sicher sein, dass eine Tour kommt. Also Gott versaut nie etwas. Das sind immer nur die Menschen, die das versauen. Also es gibt keinen Gott, der vor mir stehen würde und das sagen würde. Also sonst würde ich mir als erstes unter den Rock schauen und gucken, ob der Kerl echt ist. Also, die Menschen haben es selbst in der Hand. Jeder hat es selbst in der Hand. Man kann die Verantwortung nicht auf den Gott schieben und der hat es ganz sicher nicht verbockt. Das sind nur Reifestadien. Jeder befindet sich in einem Reifestadium. Und es gilt immer zu wachsen, geistig. Ja, und also man muss seine Feder selbst finden und sich bessern. Und wenn es, ich höre auf jeden Fall gerne dabei, diese Kreatur, wenn es denn eine gäbe, die es ja nicht gibt, zu helfen, auf jeden Fall. Danke für die Einladung und vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.